Guten Morgen zum Freitag, dem 4.12.2020 in der ersten Adventswoche. Hier melden wir uns mit unserem Go for Peace Impuls. Heute hat mich im Evangelium eine Frage Jesu total berührt. Da fragt Jesus zwei Blinde, aufgeschrieben bei Matthäus im 9. Kapitel, startend mit Vers 27. Also er fragt die beiden Blinden: Glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Und dann sagen die total klar: Ja, Herr. Und dann berührt er ihre Augen und dann werden sie wieder sehen. Also diese Frage: Glaubst du, dass ich dir helfen kann? Diese Frage hat mich bewegt. Gott fragt mich das und er fragt jeden Einzelnen von uns: Glaubst du, dass ich dir helfen kann? Gestern rief mich jemand an, der unverschuldet in eine echt schwierige und komplizierte administrative Situation reingeraten ist. Aber der hatte alles richtig gemacht und trotzdem wollten ihn da ein paar Leute ans Leder. Und dann bat der mich einfach: Bitte bete total fest für uns. Das habe ich gemacht. Ich bin abends noch bei uns in der Kirche ins Zelt gegangen und habe wirklich noch gebetet, vor dem Allerheiligsten noch mit einer kleinen Kerze davor. Und habe wirklich den Himmel bestürmt in dieser Angelegenheit und auch noch in anderen Angelegenheiten. Und eben kam heute Morgen schon der Anruf: Du, die ganze Situation hat sich schon entschärft. Da ist eine Ehrlichkeit und eine Klarheit reingekommen. Und ich merke, ich kann jetzt wirklich mit so einer ganz neuen inneren Weite wieder damit leben. Hat mich total gefreut. Und wie oft bitten mich Menschen: Denk mal daran oder bete dafür. Studenten, die in eine schwierige Prüfung reingehen müssen. Ganz oft schicken die mir einfach eine kurze WhatsApp oder eine SMS, weil die einfach wissen: Ich traue Gott und ich bewirke durch mein Beten im Grunde, dass sich sein Herz bewegt. Und diejenigen, die bitten, die empfinden dadurch eine richtige Stärke. Also nochmal aus diesem Evangelium. Jesus fragt, als die beiden Blinden zu ihm kommen und dann ins Haus gehen: Glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Sie antworteten: Ja, Herr. Darauf berührte er ihre Augen und sagte: Wie ihr geglaubt habt, so soll es geschehen. Also das Entscheidende für diesen Tag ist, dass wir mit diesem Glauben, wie ein Kind den Eltern glaubt, Gott vertrauen dürfen und das immer wieder neu üben dürfen und so sein Herz belagern dürfen. So ist das Motto für heute: Vertrauen bewegt. Trust moves. Also euch einen vertrauensvollen Tag.